Besuch und Angelina Grün. Hier sind Sie. Herzlich willkommen. Hallo Angelina. Hallo. Margareta, herzlich willkommen. Sie dürfen sich setzen. Wie es Ihnen am besten gefällt. Heute erst aus Japan zurückgekommen, die beiden jungen Frauen, 11 Stunden Flug. Und Margareta hat 7 Stunden geschlafen. Genau. Angelina gar nicht? Eine halbe Stunde vielleicht. Ja, aber geht's einigermaßen? Ja. Gott, kein wirklich schlimmer Jetlag. Dabei haben Sie so ein ordentliches Programm hinter sich. Wir haben es gerade eben schon gesagt, 14 Tage mit 11 Spielen. Und wir haben die Reiseroute mal nachempfunden, damit die Zuschauer sich das auch besser vorstellen können, wie Sie da in Japan unterwegs waren, welche Strecken Sie zurückgelegt haben. Jetzt nur mal zum Vergleich. Bei einer Fußball-WM, da spielen die Mannschaften in 30 Tagen maximal 7 Spiele. 14 Tage mit 11 Spielen, ist man da körperlich erschöpft? Ist man mental K.O., Margareta? Also ich denke, beides ein bisschen. Es ist für unsere Mannschaft das erste Mal gewesen, dass wir so eine hohe körperliche Leistung zeigen mussten, in kurzen Spieltagen wenig Erholung hatten. Ich denke, jeder wächst daran, jede Spielerin wächst daran. Es war das erste Mal für uns. Ich denke, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Für jede Mannschaft ist es natürlich auch das Gleiche, da alle Mannschaften 11 Spiele in 14 Tagen machen müssen. Also es ist ein sehr, sehr anstrengendes Turnier. Das ist richtig. Aber Angelika, kann man diese Anstrengung vielleicht auch am Turnierverlauf ablesen? Weil es gab zum Schluss ein paar dramatische, wirklich ganz knappe Niederlagen. Und es hatte so gut angefangen. Mit dem Sieg zum Beispiel gegen den haushohen Favoriten aus den USA. Ist Ihnen buchstäblich die Luft ausgegangen zum Schluss? Ja, vielleicht hat uns am Ende doch ein bisschen mehr Erfahrung gefehlt, was die anderen Teams sicherlich aus den letzten Jahren schon hatten. Die haben schon mehrfach an dem World Cup teilgenommen und ich glaube, am Ende fehlt uns die letzte mentale Frische. Deutschland hat eigentlich immer durch Powervolleyball überzeugt. Wir haben es jetzt geschafft, bei der Weltspitze anzuklopfen, indem wir aber auch unsere Leistung erhöht haben. Und da hat es in den letzten 3 Spielen ein bisschen an der Qualität gehapert und wir hatten leider am Ende nicht mehr so viel Power wie am Anfang, um das halt mit unserem Teamgeist wieder wettzumachen. Aber ich glaube, wir haben das körperlich so gut überstanden. Unsere Physios haben so gut gerackert. Also ich glaube, so geht es uns ganz gut. Aber am Ende war leider die Luft raus. Jetzt ist am Schluss Platz 6 geworden. Das reicht leider nicht ganz für die Olympia-Qualifikation. Aber Sie haben ja noch 2 Chancen, maximal 2 Chancen, muss man sagen. Zum einen die Kontinentalmeisterschaften und das Welt-Olympia-Qualifikationsturnier. Wie sind da die Chancen? Daumen hoch. Also ich denke, dass unsere Mannschaft sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat, dass wir auf jeden Fall bei jedem mithalten können und die Chance haben zu gewinnen. Es wird mit Sicherheit hart, denn es geht um Olympia. Da möchte jede Mannschaft hin. Das ist ein Traum jeder einzelnen Spielerin. Also wir werden da mit Sicherheit 100% unsere Leistungen bringen müssen. Aber da sind wir sehr positiv und denken, dass wir das wirklich schaffen, anpacken können. Der DOSB-Präsident Thomas Bach hat gesagt, dass Mannschaften bei Olympia identitätsstiftend seien für so ein Turnier. Jetzt sind aber bis auf die Hockeymannschaften noch gar keine Ballsportarten vertreten in London 2012. Haben Sie eine Erklärung, warum sich die deutschen, ich nenne sie mal Ballmannschaften, so schwer tun? Angelina? Also ich kenne mich jetzt nicht so aus wie bei den anderen Mannschaftssportarten, der Qualifikationsmodus ist. Bei uns ist das sehr, sehr schwierig. Bei uns ist es eben auch durch die Dichte in Europa so schwierig, zu Olympia zu kommen. Es ist eine sehr, sehr geringe Anzahl an Mannschaften, die teilnehmen können. Also dorthin zu kommen ist meistens schwerer, als dort dann ein gutes Ergebnis zu leisten. Und ja, ich hoffe, wir werden diesen Weg gehen können. Die Männer haben uns gesagt, wir sollen eigentlich einen vorlegen, damit wir gemeinsam einmal Olympia erleben dürfen. Und ich hoffe, die machen jetzt nächste Woche erstmal Dampf. Die haben auch nochmal ein Vorqualiturnier. Und ja, dann hoffen wir, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Ja, Sie wissen ja schon, wie das ist, ein Traum-Olympia, oder? Das wäre toll, ja. Sie haben aber, ich mein Gott, es fehlt ja im Prinzip an nichts. Sie arbeiten hochprofessionell im deutschen Volleyball. Sie haben einen italienischen Trainer, Giovanni Giudetti. Der wird auch noch unterstützt von 2 Bundesliga-Trainern, nämlich Felix Koslowski und Jan Lindenmeier. Wenn man das mal auf den Fußball überträgt, dann wäre das so, als ob Joachim Löw unterstützt würde von Jupp Heynckes und Jürgen Klopp. Ja.
Also ich glaube, wir können uns da überhaupt nicht beschweren. Eigentlich alle Leute, die bei uns dabei sind, arbeiten auf sehr, sehr hohem Niveau und haben meistens auch eine Multifunktion. Die sind nicht nur Bundesliga-Trainer, die sind Co-Trainer, die machen aber auch Scout oder helfen die Wäsche waschen. Also jeder packt da mit an. Wenn wir da 3 Wochen unterwegs sind, da ist sich keiner zu schade, um die Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, das macht so den ganzen Teamgeist aus. Die sind nicht nur multifunktional, die sind auch multitechnisch, Angelina. Wir haben da eine ganz interessante Szene gesehen in einem ihrer Spiele. Da werden Spielzüge noch während des Spiels aufgezeichnet, dann dem Trainer geschickt auf sein Tablet-PC und das bekommen sie dann gezeigt. Was sehen Sie da, Margareta? Also wir gucken da natürlich selber nicht drauf. Das sind die Trainer, die dann kommunizieren mit dem Scout, der auch hinterm Feld sitzt, gucken sich die einzelnen Aktionen in Verzögerung nochmal an, um genau zu wissen, wo lag jetzt das Problem, was müssen wir lösen, wie agiert die andere Mannschaft. Mhm. Der Trainer gilt als insgesamt sehr leidenschaftlich, sehr ehrgeizig. Und es heißt, dass der sich über zufällig erspielte Punkte gar nicht so freuen kann, wie der über einen geplanten Spielzug, den man perfekt zu Ende bringt. Ist das korrekt? Ist das so ein Pedant? Och, also ich glaube, der geht immer ab. Also was wir so außerhalb oder im Spielfeld mitbekommen, also der gibt sehr, sehr viel Gas außerhalb vom Feld und bringt das mit, was wir eben auf dem Spielfeld dann auch zeigen, diese Leidenschaft für diesen Sport. Und ja, wenn seine Taktik aufgeht, glaube ich, freut er sich natürlich umso mehr. Aber der kann auch einfach so. Neben dem Spielfeld sieht man auch oft, dass er Abwehrbewegungen und so weiter selber mitmacht, obwohl er gar nicht auf dem Feld ist und der Ball meilenweit weg. Also da sieht man, dass er wirklich vollen Emotionen und vollem Elan dabei ist. Das sind die Fähigkeiten des Trainers. Wir wollen Ihre natürlich auch hervorheben. Von Ihnen weiß ich, Margareta, Sie haben eine Aufschlagshöhe von 3,09 Meter. Stimmt das? Mag sein, ich weiß es nicht genau. Also aber 3,09 Meter ich glaube, wäre, ich stehe auf einem 3-Meter-Brett und Sie können mir mit den Fingern auf die Füße hauen. Ja, könnte sein. Also ich weiß es nicht genau. Natürlich, ich denke, dass sich das auch von Jahr zu Jahr natürlich ändert. Das hat sehr viel zu tun mit auch physischer Vorbereitung und guter Vorbereitung. Ja, je höher man natürlich springt und je mehr Höhe man hat, desto leichter hat man es oft in Aktionen, die man selber macht, wo man sich selber durchsetzen muss. Wenn man da ein paar Zentimeter mehr hat, kann man es sich schon erleichtern. Angelina war zwischendurch beim Beachvolleyball, hat also die Halle gegen den Strand, gegen Sand eingetauscht, was ja wahnsinnig anstrengend ist. Jetzt sind Sie zurück. Was konnten Sie denn vom Strand in die Halle wieder mit zurücknehmen? Ja, das ist eine interessante Frage und genau das hat mich auch, denke ich, mit dazu bewogen, auch zurückzukehren. Ein bisschen so das Vermissen der Mannschaft, des Teamgeists. Man ist beim Beachvolleyball nur zu zweit und muss halt auch lernen, in stressigen Situationen zu gucken, was brauche ich jetzt, um mich wieder aus dieser Situation rauszuholen. Es gibt nur noch den Partner allein an seiner Seite und ich denke, da habe ich gelernt, auch mehr Hilfe annehmen zu können. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel versucht, die Mannschaft zu führen. Aber es ist, denke ich, auch wichtig, auch Hilfe annehmen zu können. Und die Mädels haben in den letzten Jahren so gut gearbeitet und haben mir auch am Anfang gleich gezeigt, pass auf, das Level ist so weit oben, da musst du erst mal hinkommen. Da musste ich mich erst mal ranhalten. Und das war schön, dort wieder Anschluss zu finden. Volleyball ist ein toller Sport und findet in Deutschland nicht so wirklich viel Beachtung. Und der Verband, der tut einiges, um diesen Sport noch attraktiver zu machen. Wird nicht müde, auch immer wieder die gleichen Vorschläge. Einer zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, weniger Textil wäre eine Möglichkeit. Wo würde das enden? Nur in Socken raus? Würden Sie da mitmachen? Was halten Sie davon? Ach, es gibt hier bei Maggi in der Mannschaft jetzt einen neuen Trend. Die spielen im Röckchen. Das hat man auch noch nicht so oft gesehen. Also da versucht man immer mit allen möglichen Tricks zu spielen. Aber es muss natürlich irgendwie zum Sport passen und funktionell funktionieren. Also es würde nie funktionieren, dass wir wie beim Beachvolleyball auf einmal kein T-Shirt mehr anhätten. Dann würde man danach nicht mehr so schön aussehen. Ja, der Hallenboden ist natürlich ein bisschen härter als der Sand. Also, ja, und was die Röckchen angeht, das ist natürlich, einige sagen, das sieht ja merkwürdig aus, wie beim Tennis zum Beispiel. Vor allem, wir haben natürlich auch Knieschoner. Man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen in der Baggerbewegung, in der Abwehrbewegung, in einer Rolle, wo das Röckchen dann auch mal hochgeht. Natürlich hat man dann darunter auch eine Hose, aber es ist erstmal ein komisches Gefühl. Aber ja. Baggern im Röckchen ist aber generell leichter.
Also oft. Das mag sein. Entschuldigung. Kennen wir außerdem ja auch von den Hockeyfrauen. Es sieht alles ganz wunderbar aus. Für Sie beide geht es jetzt zurück zu den Heimmannschaften. Bevor es soweit ist, dürfen Sie noch bei uns an der Torwand antreten. Das wird eine große Herausforderung für die beiden Damen. Margareta Kosuch und Angelina Grün, danke bis hierher. Wir sehen uns dann gleich.